Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch ein Video von Rabbi Singer über Jesaja 53 und die Art und Weise, wie er das auslegt. Jesaja 53 ist ja das große Kapitel über Jesus Christus, wie er gekommen ist, wie er sein Leben gegeben hat für die Sünden der Welt, ja, wie er verachtet wurde, verkannt wurde, ein ganz wunderschönes Kapitel. Das Problem ist natürlich, dass dieses Kapitel 53 extrem kritisch ist für das rabbinische Judentum, weil die natürlich nicht an Jesus glauben und deswegen Jesaja 53 entweder ausblenden oder umdeuten müssen. Und diese Umdeutung, die möchte ich euch gerne zeigen. Der Rabbi sagt, dass das eine Bibelstelle ist, die vom Gottesknecht spricht und dass der Gottesknecht in Jesaja ausnehmend und ausschließlich immer nur auf Israel gedeutet ist. Ja? Also er sagt, dass Jesaja 53 von Israel handelt. Also Israel gibt sein Leben für die Sünden der Welt. Israel war verkannt. Israel hat gelitten wegen der Sünden der Welt. Das ist absolut verkorkst und verdreht. Und ich möchte euch das gern so aus zu Studienzwecken einfach mal zeigen, damit ihr seht, was man aus Bibeltexten auch machen kann. Ich habe Rabbi Singer ja öfter da zitiert. Das ist schon hochspannend, weil das auch so ein bisschen Apologetik schult. Ja? Also man lernt zu hören und man lernt vor allem auch nicht alles zu glauben, sondern die Dinge erst zu prüfen, so wie Paulus das ja auch rät im Neuen Testament. Er prüft alles und das Gute behaltet. Also er deutet das hier komplett um, deutet diese ganzen Aussagen, die eigentlich für Jesus Christus gelten, deutet er um auf Israel. Er begründet das damit, dass der Gottesknecht in Jesaja immer Israel meine. Das ist auch so, dass es eine ganze Handvoll voll Bibelstellen gibt, wo Israel der Gottesknecht ist. Aber es gibt auch Bibelstellen, wo Christus der Gottesknecht ist. Also das ist nicht so homogen, wie der Rabbiner das gerne hätte. Aber er blendet das natürlich aus, weil das sonst seine Argumentation zerstören würde. Ja? Also er nimmt nur den Teil, der für seine Sichtweise nötig ist. Mich erinnert das manchmal ein bisschen an die christlichen Auslegungen, die heute auch sehr zweckbezogen sind, ja? Und den Text dann doch durchaus auch färben oder klittern, ja? Damit ein gewünschtes Ergebnis entsteht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was er hier tut, finde ich, ist heftig, weil er natürlich das, was die Christen auf Jesus Christus beziehen, auf Israel bezieht. Und die Rabbiner werfen den Christen vor, dass sie Götzendienst betreiben, weil sie einen Menschen zu Gott machen, in Bezug auf Jesus. Ja? Aber sie selber machen sich, hier in Jesaja 53, machen sich selber zu Gott. Also sie machen sich selbst zum Erlöser der Welt. Und das ist schon heftig, ja. Also sagt man dazu Chuzpe im Jiddischen, im Hebräischen. Also ich wollte euch das nur gerne zeigen, dass ihr so ein bisschen auch Gespür entwickelt dafür. Ich schalte mich immer wieder mal zu, wenn es so ein paar Dinge zu kommentieren gibt und wünsche einstweilen viel Gewinn und Gottes Segen beim Anschauen. Hallo, mein Name ist Steve. Ich bin von Pennsylvania. Willkommen, Steve. Vielen Dank, William und Rabbi Tovia. Meine Frage betrifft Jesaja Kapitel 53, Vers 4 bis 6. Und christliche Apologeten würden sagen, dass das ein Beispiel ist von jemandem, der stirbt für deine Sünden, weil zum Beispiel in Vers 4, er trug unsere Schmerzen. Vers 5, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr hörte sein Gebet. Der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Ich habe überall gesucht, aber ich bin nicht in der Lage, eine zusammenhängende Sicht zu finden. Hör mir zu, Sweetheart. Hör mir zu. Lass uns das zusammen durchdenken, wenn es dir nichts ausmacht. Wer spricht hier? Nun, ich weiß nicht so genau. Nein, lass mich das machen. Hör mir zu. Hör mir zu, mach dir keine Sorgen. Hör mir zu, Sweetheart, weil das müssen wir zusammen durchgehen. Das ist die wichtigste Frage. Das wichtigste Thema ist, wer spricht hier?
Und wenn du nicht weißt, wer hier spricht, wer ist das? Die Juden, das Volk? Nein, nein, die Juden sprechen hier nicht. Versuch nochmal. Das ist schon alles. Das ist der Knackpunkt. Also, wer spricht hier? Ich weiß es nicht. Gut, okay. Ich liebe dich. Vergib mir, dass ich dich bloßgestellt habe. Aber das ist, als ob man zurück zu Hiob geht. Wenn du nicht weißt, wer hier spricht, dann öffnet das Tür und Tor für allerlei geistliche Infektionen, weil wir keine Ahnung davon haben, wer zu wem spricht. Richtig? Richtig. Deswegen ist das wirklich wichtig. Okay. Also die heidnischen Könige der Nationen sprechen hier in komplettem Erstaunen. Woher weiß man das? Das steht hier wörtlich. So endet Jesaja 52, Vers 15. Also wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Warum? Was ihnen nie erzählt worden war, sehen sie jetzt. Das, was sie nie geglaubt haben, das verstehen sie jetzt plötzlich. Und sie fragen die Frage, wer glaubt unserem Predigen oder wer glaubt unsere Botschaft? Was ist das für ein Personalpronomen? Unser, das bedeutet die Könige der Nationen. Woher weißt du das? Das ist der Vers, der es einleitet, okay? Wenn du erst einmal weißt, dass die Heiden, dass die Nationen hier sprechen, im messianischen Zeitalter, dann macht alles Sinn. Und ohne diese Information, wie du dir sicher denken kannst, ist es unmöglich, dieses Kapitel zu verstehen. Ich liebe dich. Ich werde es noch weiter erklären. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Okay, so. Also ich möchte euch sagen, meine süßen Zuschauer, ich möchte mit euch sprechen, ihr und ich. Wir reden einfach, okay? Persönlich und im Vertrauen. Du musst immer fragen, wer spricht hier? Und das passiert zu häufig. Wer spricht? Und wenn du das nicht weißt, gibt es viel Ärger. Der Kontext ist immer wichtig und wenn du nicht weißt, wer spricht, dann weißt du nicht, was hier passiert. Und ich verstehe das. Und die Kirche eitert. Und dieser Krebs bleibt wegen der Ignoranz der Missionare, die nicht wissen, wer hier spricht, weil sie nicht vertraut sind mit den Kapiteln, die Jesaja 53 umgeben. Jesaja 53 ist Poesie. Es ist das vierte der Lieder über den Gottesknecht. Und wenn ein Prophet Poesie anwendet, wie Jesaja das zu 90% tut im Buch Jesaja, 90% davon, eine sehr dichte biblische Sprache, die keine Durchschnittswörter verwendet. Es gibt nur sehr, sehr wenige Kapitel, wo Jesaja das tut. Es gibt das, aber es ist sehr selten. Es gibt von den Kapiteln nur eine Handvoll. Wenn ein Buch poetische Sprache anwendet, um tiefe und kräftige Botschaften zu übermitteln, dann wird der Kontext extrem wichtig. Sonst hast du keine Chance. Das ist der Grund, warum ich Jesaja lehre. Warum? Weil es dichte Sprache ist. Es ist Poesie. Wenn ich euch überzeugen wollte, kein Schweinefleisch zu essen, müsste ich einfach in Levitikus 11 gucken, okay? Da zeige ich euch einen Vers und ihr sagt, okay, ich kann kein Schweinefleisch essen. Weil Levitikus 11 ist keine Poesie. Es ist normale Sprache. Das sind die Zeichen von einem reinen Tier. Das sind die Zeichen von einem unreinen Tier und so weiter. Jesaja ist ganz anders. Also die Heidenkönige sprechen hier. Sie sind erstaunt. Was macht sie erstaunt? Wenn ihr das nicht wisst, kannst du ganz sicher Jesaja nicht verstehen. Warum sind sie erstaunt? Das hier passiert im messianischen Zeitalter. Das habe ich nicht richtig verstanden. Die Könige der Nationen sind verwirrt, sie sind erstaunt, sie sind geschockt. Warum? Weil der Messias kam. Was für ein Problem werden die Nichtjuden haben, wenn der wahre Messias kommt? Sie werden sagen, wer glaubt das? Wie ist das passiert? Wir waren so böse. Das heißt, das jüdische Volk, der Gottesknecht, hatte schon immer recht.
Ja, hier habe ich mal die ganzen Bibelstellen aufgelistet in Jesaja, die vom Knecht sprechen. Das hier oben eingetragen, ja, das Knecht, für Gottes Knecht. Und da gibt es verschiedene Bibelstellen. Zum Beispiel hier, die hat aber nichts mit Israel zu tun. Hier haben wir eine Stelle, das ist ganz interessant. Da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja, nackt und barfuß geht zum Zeichen und Wunder dreier Jahre über Ägypten und Mohrenland. Ja, da ist also nicht Israel der Knecht, sondern Jesaja ist der Knecht. Ja, also es gibt da durchaus Ausnahmen innerhalb vom Buch Jesaja. Schauen wir ein bisschen weiter. Ja, hier steht natürlich auch vom Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias. Dann haben wir hier, und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht. Das hat damit aber nichts zu tun. Ja gut, das ist jetzt eine wörtliche Rede. Aber Eliakim und Sebna und Joach sprachen zum Erzschenken, rede doch mit deinen Knechten auf Syrisch, denn wir verstehen es wohl. Hier auch wieder die Knechte, das hat so direkt nichts damit zu tun. Gehen die Stellen mal einfach durch. Das ist das, was Gott über die Heere von dem Sanherib sagt. Durch deine Knechte hast du den Herrn geschändet und sprichst, ja. Gut, da wären dann auch die Knechte von Sanherib als Knechte genannt, aber das ist in dem Sinn ja keine poetische Sprache, so wie Rabbi Singer die meint. Das ist jetzt eine Bibelstelle, die Israel meint, ja. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines Geliebten. Also hier ist Israel ganz deutlich Gottes Knecht, ja. Das ist tatsächlich so eine Stelle, die er dann auch erwähnt. Und hier auch wieder, du aber Israel, mein Knecht Jakob, du Samen Abrahams, der ich dich gestärkt habe von der Weltenden her und habe dich berufen von ihren Grenzen und sprach zu dir, du sollst mein Knecht sein. Also auch Israel hier in Vers 8 und Vers 9 ist Israel der Gottesknecht. Das auch hier wieder, das ist dieses Lied vom Gottesknecht, das erste Lied, das spricht auch Rabbi Singer später mal an, dass es vier Lieder gibt vom Gottesknecht in Jesaja. Und hier steht, siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Da ist jetzt nicht klar, wer das ist, ja. Rabbi Singer würde das auf jeden Fall auf Israel deuten, aber ich glaube, wir können hier sagen, dass das eine Bedeutung oder ein Vers ist, der auf Christus deutet, ja. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen, ja, das ist ja im Evangelium geschehen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das sind ja neutestamentliche Bibelstellen, ja, also auch hier ist Matthäus 12, 21 zitiert. Ja, das ist diese Bibelstelle. Da sagt Jesaja, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Liebster, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Gericht verkünden. Das ist eine Bibelstelle, die auf Christus gilt. Ja, er wird nicht zanken noch schreien, man wird sein Geschrei nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er ausführe das Gericht zum Sieg und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ja, da ist die Bibelstelle dann wieder zitiert, Jesaja 42, 1. Können wir hier wieder zurückspringen. Ja, das ist diese Bibelstelle, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen. Also es ist eine klare Stelle auf Christus, der Knecht Gottes ist. Siehe, das ist mein Knecht. Ja. Und das ist in Jesaja 53 natürlich auch so. Ja. Jetzt hier mal wieder eine Stelle über Israel. Israel ist blind und taub und das wird so beschrieben, höret ihr Tauben und schauet her, ihr Blinden, dass ihr sehet, wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Ja, das ist Israel, das Israel, das verblendet ist, das nicht versteht. Ja, man predigt wohl viel, aber sie halten es nicht. Man sagt ihnen genug, aber sie wollen es nicht hören. Das ist natürlich eine Bibelstelle, die damals für Israel galt, aber um der Vollständigkeit halber möchte ich auch hier sagen, das gilt heute für die Christen, für die abgefallene Christenheit. Ja? Wer ist so blind wie mein Knecht, die Gemeinde Jesu? Ja? Wer ist so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vollkommene und so blind wie der Knecht des Herrn? Man predigt den Christen viel, aber sie halten es nicht. Ja? Also das sind Stellen, die damals für Israel galten, aber die gelten heute für die Gemeinde Jesu. Oder ich will mal sagen, für die Christenheit in Gänze, ja, in Toto gilt das sicher auch sinngemäß, ja.
Gut, Jesaja 43, Vers 10. Hier ist dann wieder eine Stelle, auch die auf Israel deutet. Ihr aber seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Da kommt er gleich drauf zu sprechen, weil hier, ihr seid meine Zeugen, das ist Plural, nicht der Zeuge, sondern ihr seid meine Zeugen, Plural. Und ihr seid mein Knecht, also Singular. Und dann sagt der Rabbi, für Israel wird sowohl die Pluralform Zeugen als auch die Singularform Knecht verwendet. Könnt ihr gleich mal hören. Da versucht er das auch dann zu begründen, dass in Jesaja 53, obwohl da Singular und Plural getauscht wird, immer wieder Gott trotzdem Israel meint und nicht Christus. Ja? Also es ist zumindest aber hier auch ein Vers, der auch auf Israel zu deuten ist. Ja. Dann Jesaja 44, 1, so höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. Also hier wieder ganz deutlich, der Gottesknecht ist Israel, ja, in dieser Bibelstelle. Gleich ist auch hier in Vers 2. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht vom Mutterleibe an, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Und du Jesurun, das ist ein Ehrenname, ein großer Name, ja. Ehrenname Israels bedeutet etwa gerades, aufrichtiges, frommes Volk, ja. Also da ist der Gottesknecht wieder Israel. Und auch hier wieder, daran gedenke Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, vergiss mein nicht. Das ist auch eine deutliche Bibelstelle auf den Gottesknecht. Dann auch hier nochmal eine Bibelstelle, die von einem Knecht, einem ganz besonderen Knecht spricht, also von einem anderen als Israel. Und zwar geht es hier um die Berufung des Befreiers Kyros. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleibe hat bereitet. Ich bin der Herr, der alles tut, der den Himmel ausbreitet allein und die Erde weit macht ohne Gehilfen, der die Zeichen der Wahrsager zunichte und die Weissager toll macht, der die Weisen zurückkehrt und ihre Kunst zur Torheit macht, bestätigt aber das Wort seines Knechtes und vollführt den Rat seiner Boten, der zu Jerusalem spricht, sei bewohnt und zu den Städten Judas sei gebaut und ihre Verwüstung richte ich auf. Der ich spreche, zu der Tiefe versiege und zu den Strömen vertrocknet. Der ich spreche von Kores, der ist mein Hirte und soll all meinen Willen vollenden, dass man sage, zu Jerusalem sei gebaut und zum Tempel sei gegründet. Also das ist eine Bezeichnung, wo hier dieses Wort in Bezug auf Kyros gilt. Und diese Passage hier, die würde ich mal auf Jeremia auch deuten wollen, dass Gott das Wort seines Knechtes Jeremia bestätigt, dass nämlich Kores kommt und sagt, sei gebaut und zum Tempel sagt, sei gegründet. Ja, Kores hat ja Israel wieder zurückgeschickt. Und auch hier oben nochmal ist eine Passage von dem Kores, die sehr bekannt ist. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kores. Ja, dass Kores Israel wieder zurückbringen wird, ja, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf das vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. Dann hier auch wieder eine Stelle, wo Jakob wieder der Knecht ist, ja, um Jakobs meines Knechtes willen und um Israels meines Auserwählten willen. Also das wieder eine Stelle auf Israel, wo Israel der Gottesknecht ist. Auch hier wieder, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Ja, da ist auch Jakob wieder Knecht. Dann haben wir hier auch wieder eine Stelle, du bist mein Knecht Israel. Alle diese Bibelstellen zitiert der Rabbi Singer dann auch nachher. Ja, also das gibt schon tatsächlich sehr häufige Stellen in Jesaja, die Israel als Knecht bezeichnen, aber nicht ausschließlich, ja. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich soll Jakob zu ihm bekehren, auf dass Israel nicht weggerafft werde. Darum bin ich vor dem Herrn herrlich und mein Gott ist meine Stärke. Hier kommt jetzt das zweite Lied von dem Diener Gottes, von dem Gottesknecht. Ja, hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich gerufen von Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, da ich noch im Schoß der Mutter war. Das klingt wie Christus, ja. Und er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt, er hat mich zum glatten Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt. Und spricht zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch welchen ich will gepriesen werden. Da läuft das fast so ein bisschen ineinander, ja? Durch welchen oder an welchem ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und brächte meine Kraft umsonst und unnütz zu, wiewohl meine Sache des Herrn und mein Amt meines Gottes ist. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich soll
Jakob zu ihm bekehren, auf dass Israel nicht weggerafft werde. Also das kann nicht Israel selbst sein, sondern hier ist wohl ausgehend von dem Gottesknecht Israel, du bist mein Knecht Israel, eine Prophetie auf Christus gemacht. Und das ist interessant, weil der Rabbiner ja in Jesaja 53 Christus mit Israel verwechselt, ja, oder vertauscht. Aber es gibt tatsächlich in Jesaja 49 Stellen, die ineinander gehen, ja, und wo man sehen kann, bei genauerem Lesen, dass diese Bibelstelle von einem Knecht spricht, der Christus ist. Denn dieser Knecht ist ja von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet worden, dass ich soll Jakob zu ihm bekehren. Also das muss jemand anders sein als Jakob. Und das muss auch jemand anders sein als Israel. Das kann nur Christus sein, ja, dass Christus Israel wieder zu Gott zurückführen wird, ja. Und er spricht, es ist ein geringes, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du mein Heil seist bis an der Weltende. Das ist eine deutliche Stelle auf Jesus Christus, ja. Und da haben wir hier auch eine Parallelstelle, wo Paulus und Barnabas sprechen, denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist in Antiochia, ja, im südlichen Galatien. Da kommt Paulus in die Synagoge und predigt dort. Und dann hat er eine große Erweckung erlebt. Und dann gehen die Juden aus der Synagoge, aus der Schule, und die Heiden, die haben gebeten, dass sie am nächsten Sabbat wieder ihnen die Worte sagen sollten. Und am folgenden Sabbat kommt fast die ganze Stadt zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Und da werden die Juden neidisch und widersprechen dem, was Paulus gesagt hat, und widersprachen und lästerten. Und dann zitiert Paulus Jesaja 46 und sagt, Christus ist den Heiden zum Licht gesetzt. Ja, die Heiden sollen das hören, dass du das Heil sagst bis an die Enden der Erden. Und er tadelt dann die Juden und sagt, euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden, nun ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden, zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Das ist dieses Jesaja 49, diese Bibelstelle, die wir uns eben angesehen haben. Und die ausgehend von Israel den Sprung macht zu Jesus Christus, ja, der die Stämme Jakobs und die Bewahrten Israels wiederbringen soll. Ja. Also ganz spannende Bibelstellen. Dann hier auch wieder eine spannende Stelle, Jesaja 50, Gottes Erlösung für Israel. Auch eine Christusstelle, wie ich denke, denn hier steht, wer ist unter euch Israeliten, der den Herrn fürchtet und der seines Knechtes Jesus Stimme gehorcht? Wer glaubt an Jesus, ja? Der im Finstern wandelt und scheint ihm kein Licht, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott in Christus, ja? Siehe, alle, die ein Feuer anzündet, mit Flammen gerüstet, geht hin in das Licht eures Feuers und in die Flamme, die ihr angezündet habt. Solches widerfährt euch von meiner Hand, in Schmerzen müsst ihr liegen. Also wenn sie nicht an Christus glauben, dann kommen sie um in dem, was sie selber tun, ja? Also auch hier eine Stelle, die auf Christus deutet. Dann Jesaja 52, siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das ist auch eine Stelle, die auf Christus gilt, ja. Gleich wie sich viele an dir ärgern, weil seine Gestalt hässlicher ist denn andere Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Aber er wird viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn welchen nichts davon verkündigt ist, die werden es mit Lust sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Das ist jetzt so eine Stelle, wo der Rabbi jetzt anfängt auszulegen und zu sagen, mein Knecht, das ist Israel, ja. Und Israel wird klug handeln und Israel wird sehr erhöht werden und sehr hoch erhaben sein. Viele haben sich an Israel geärgert, weil Israels Gestalt hässlicher ist denn andere Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder. Also, dass Israel viele Heiden besprengen wird, dass auch Könige werden ihren Mund vor Israel zuhalten. Nun steht natürlich hier der Singular, ja, und das hat Rabbi ja
hat der Rabbi ja erklären wollen, damit dass Jesaja in poetischer Sprache spricht und zwischen Singular und Plural wechselt. Aber diese Bibelstelle hier, die jetzt die Einleitung zu Jesaja 53 darstellt, die zitiert Paulus in Römer 15, Vers 21 und er schreibt: Denn ich wollte nicht wagen, etwas zu reden, wo dasselbe Christus nicht durch mich wirkte, die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, wie geschrieben steht, welchen nicht ist von ihm verkündigt, die sollen sehen, und welche nicht gehört haben, sollen es verstehen. Ja. Das heißt also, er ist gesandt zu den Heiden oder den Nationen, den Nichtjuden, um ihnen Gottes Wort zu predigen, ja, Christus zu predigen. Und da zitiert er hier Jesaja 52, also eine Christusstelle, ganz deutlich. Ja. Und dann kommt diese Stelle Jesaja 53, die zitiert auch der Rabbi, und zwar zitiert er sie für Israel. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, nämlich die Seele Israels, wird Israel seine Lust sehen. Hier ist wieder der Singular, ja, er sagt, ganz Israel wird hier als ein Volk betrachtet. Also Israel wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Und durch die Erkenntnis Israels wird Israel, mein Knecht, der Gerechte, ja, das gerechte Volk, viele gerecht machen. Denn Israel trägt ihre Sünden. Das ist die Auslegung vom Rabbi. Aber wenn man das hier liest, ergebnisoffen, dann muss man sagen, nur einer hat sein Leben gegeben und nur eine Seele hat wirklich gearbeitet, um viele gerecht zu machen. Nur einer hat die Sünden getragen und das ist Jesus Christus, ja. Oder auch hier Vers 8, er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens länger ausreden? Das ist tatsächlich eine poetische Umschreibung für ewiges Leben, ja. Christus ist auferstanden und lebt ewig. Aber diese Aussagen in Jesaja sind für den Rabbiner natürlich hochkritisch und deswegen versucht er, die auch alle möglichst wegzuschieben. Ich gucke mal hier unten noch, was wir da noch finden. Ja, hier geht es nochmal um die Knechte des Herrn, ja. Das können aber auch durchaus Christen, das könnte auch die Gemeinde sein in poetischer Hinsicht. Auch das hier eine Umschreibung, die jetzt direkt damit nichts zu tun hat. Auch das hier, nur der Vollständigkeit halber, ja. Auch hier geht es wieder der Knechte Gottes Willen, ja, um des Volkes Gottes Willen. Das kann im übertragenen Sinn die Gemeinde sein, das kann aber auch Israel sein. Das ist, wie gesagt, tatsächlich auch poetische Sprache, ja. Oder auch hier, so spricht der Herr, gleich als wenn man Most in der Traube findet und spricht, verderbe es nicht, denn es ist ein Segen darin. Also will ich um meiner Knechte Willen tun, dass ich es nicht alles verderbe, sondern will aus Jakob Samen wachsen lassen und aus Juda, der meinen Berg besitze, denn meine Auserwählten sollen ihn besitzen und meine Knechte sollen da selbst wohnen. Das ist im tausendjährigen Reich, ja, das ist im Millennium. Und in der Zeit ist Israel dann auch wieder Gottes Volk und sind die Juden auch wieder Gottes Knechte, ja, so wie hier auch steht, ja. Das ist dann aber Millennium, das spricht der Rabbiner auch an, das muss man aber sehr gut unterscheiden, auch wie er das verwendet, ja. Hier auch nochmal eine Stelle, ja, wo auch von den Knechten spricht, alles Millenniums-Bibelstellen, ja. Und hier zum Schluss noch Jesaja 66, Vers 14. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Da wird man erkennen die Hand des Herrn. Das ist Christus, ja. Sie werden Christus erkennen, ja, im Millennium. An seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Also das sind so die Bibelstellen, die in Jesaja von dem Knecht sprechen, ja, vom Gottesknecht, wollte ich euch nur zeigen. Und wir machen mal Fortsetzung, indem wie der Rabbi da weitergeht. Nur, dass ihr wisst, das, was er uns zeigt, ist nur ein Ausschnitt. Ich finde es trotzdem interessant, mal anzuschauen von der, in Anführungsstrichen, gegnerischen Seite, weil unsere Lehrer im Christentum uns ja auch nur eine Seite der Medaille oftmals zeigen. Und manchmal ist gut, man kennt beide und stellt die dann gegenüber. Und bekommt dann auch eine deutliche Sicht und kann beiden auch antworten, wenn es um diese Themen geht. Ja, wir schauen mal weiter. Sie werden sagen, wer glaubt das? Wie ist das passiert? Wir waren so böse. Das heißt, das jüdische Volk, der Gottesknecht, hatte schon immer recht. Das ist Jesaja 53, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Israel ist der Gottesknecht. Wie weißt du das? Weil Jesaja das sagt. Wo? Genau hier. Welche Passage? Die hier alles einleitet. Sieh mal, wir können über Jesaja 53 den ganzen Tag streiten. Was wir nicht sollten.
Es ist grundlegend, dass das Buch Jesaja beabsichtigte, dass bevor du das Kapitel 53 liest, du das Kapitel 43 liest. Wenn wir da nicht übereinstimmen, wenn du nicht einig bist mit mir, dann schau dir irgendwas anderes an. Dann verschwende keine Zeit mit mir, okay? Es ist grundlegend, dass der Autor von Jesaja 53 annimmt, dass du das Kapitel gelesen hast, das es einleitet. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann bleib nicht bei Jesaja 53 stehen und wundere dich, dass du nicht verstehst, was hier passiert. Ich liebe euch, Leute, ich muss euch das aber sagen. Ich weiß einfach nicht, warum die Leute lesen, ich weiß auch nicht, den Herr der Ringe, der Harry Potter, immer und immer wieder, aber bei einem Buch, von dem die Leute glauben, dass es Gottes Wort ist, ich weiß auch nicht. Aber das ist wie, also das Kapitel, was es alles einleitet, und besonders wichtig ist es, die unmittelbar einleitenden Kapitel. Und was noch wichtiger ist, diese Kapitel sind alle miteinander verbunden. Es sind die Lieder des Gottesknechtes. Also wir gehen zu Jesaja 41, Vers 8 und 9, 42, Vers 6, 43, Vers 10 und 11. Wenn du sagst, Jesaja 53, also erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, wenn ihr über Jesaja 53 sprechen wollt, dann müsst ihr wissen, was in Jesaja 43 steht. Was meine ich damit? Warum sage ich euch das? Weil Jesaja 43, Vers 10 sagt, ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr. Das ist alles. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Das ist Plural. Das ist dasselbe Wort wie in Jesaja 52 und 53. Und mein Knecht, ist ein Diener nur einer oder viele? Gut, viele. Warum benutzt er das Wort Diener? Weil das Volk Israel, obwohl es aus einem Volk besteht, hat nicht nur eine einzigartige Geschichte, sondern eine einzigartige Bestimmung. Das ist der Grund. Das ist so simpel. Das ist keine Poesie wie bei Shakespeare. Das bedeutet nur, dass die Sprache extrem dicht ist. Okay? Es ist sehr, sehr dicht und es ist unbedingt notwendig, es im Kontext zu lesen. Wenn nicht, hast du keine Chance, dann lass es lieber sein. Und Christen, wissentlich oder unwahrscheinlicher unwissentlich, nutzen sie das aus. Sie nutzen es aus bis zum bitteren Ende. Okay, jetzt können wir weitermachen. Es ist Jesaja 41, 8 und 9, 42, Vers 6, 43, 10 und 11. Es gibt keinen Retter außer mir. Ich meine, was wollt ihr? 44, Vers 1, 44, Vers 21, 45, Vers 4, 48, Vers 20, 49, Vers 3. Der Gottesknecht ist Israel. Und das ist überall so. Zusammenfassend, du musst das in den Kopf bekommen. Wer spricht hier? Wenn du nicht weißt, dass die heidnischen Könige und Nationen hier sprechen und das ein messianisches Kapitel ist, das ist im messianischen Zeitalter, dann kannst du natürlich nicht verstehen, was hier passiert. Die Heiden sprechen und sie sind geschockt. Wovon sind sie geschockt? Sie sind geschockt, dass Israel aufsteht und schlussendlich bestätigt wurde. Und sie fragen die Frage, wer glaubt das? Und sieh mal, das ist der Arm des Herrn. Übrigens, du solltest es gesehen haben im Text, wo steht, mein Knecht, der Gerechte, wird viele rechtfertigen. Durch sein Wissen oder durch seine Gebete. Es wäre durch sein Blut, wenn es christlich wäre. Aber genau das sollte euch schon ein Hinweis sein. Gehen wir zurück. Bis zu dem Punkt des Kommens des Messias. Was halten die Nationen vom Leiden der Juden? Denken wir mal drüber nach. Lasst uns ehrlich sein. Die Christen anerkennen, dass die Juden, wobei sie kein Monopol auf Leiden haben, sind sie doch das Volk, das durch die Geschichte hindurch ständig gelitten hat. Wir sind nicht das einzige Volk, das gelitten hat, aber das ist so, wie Elie Wiesel gesagt hat. Vor vielen Jahren sagte er, als er sich auf den Zweiten Weltkrieg bezog, sagte er, nicht jedes Opfer der Nazis war ein Jude, aber jeder Jude war ein Opfer.
bis zum Kommen des Messias, warum litten da die Juden? Und was meinen die Nationen dazu? Warum leiden die Juden so viel? Die ganzen Kirchenväter haben gesagt, die Juden haben deswegen gelitten, das glauben die Nationen, weil sie Christus abgelehnt haben. Augustin, sicherlich der wichtigste der Kirchenväter, er kam aus der lateinischen Kirche, sein Magnum Opus, die Stadt Gottes, er hat dort erklärt, das ist eine apologetische Arbeit, warum Rom fiel. Und darin erklärte er deutlich, dass die Juden deswegen litten, weil sie Jesus ablehnten und ihn töteten. Alle haben das gemacht. Sie haben das alle so gesehen. Wenn der Messias kommt, also bis zu diesem Punkt, bis zum Punkt des Messias, verbinden die Nationen das Leiden der Juden mit dem Fehler der Juden, ihren Gott abzulehnen, ihren Retter, ihren Halbgott, ihren Propheten, was auch immer. Welches Wunder sehen die Nationen, wenn der Messias schlussendlich kommt? Das ist die eigentliche Frage, warum die Juden so viel gelitten haben. Wer hätte das geglaubt, dass die Juden schon immer recht hatten? Das Christentum war eine falsche Religion. Schau, wer der Gottesknecht ist, was wir eben ja gesehen haben, dass das Israel ist. Also die Heiden sind geschockt, denn das, was sie sehen, von dem sie dann Zeugen sind, ist etwas, was ihnen niemals gesagt wurde. Bitte lest Jesaja 52, Vers 15. Warum ist 52, Vers 15 so wichtig? Weil es der Vers ist unmittelbar vor Jesaja 53. Der Beginn des neuen Kapitels ist ja künstlich eingefügt. Der einzige Wert, den dieser Umbruch der Kapitel hat, das ist wichtig in den Kopf zu bekommen, ist, dass in Jesaja 52, Vers 13 bis 15, drei Verse, da spricht Gott. Das ist sehr wichtig. Also die letzten drei Verse in Jesaja 52, dort spricht Gott. In Jesaja 53, Vers 1 bis 8 spricht Gott nicht. Jesaja formuliert das, was die Heiden sagen werden, prophetisch, was die Heiden sagen werden, in ihrer Situation, wenn der Messias kommt. Von Vers 9 bis 12, die letzten vier Verse, da spricht Gott wieder. Wenn du nicht weißt, was ich jetzt gerade gesagt habe, kannst du nach Hause gehen. Dann hast du keine Chance zu verstehen, was hier passiert, okay? Also geh durch die drei Verse, 52, 13 bis 15. Gott spricht, Kapitel 53, 1 bis 8. Die heidnischen Könige der Nationen sprechen und sie sind geschockt. Wir werden es jetzt diskutieren. Und Jesaja 53, Vers 9 bis 12 macht Gott einen Deal mit dem Gottesknecht und erklärt, wie der Gottesknecht zum Schluss die Menschheit ertragen hat durch seine Erkenntnis. Lasst uns jetzt nochmal zurückgehen. Die Heiden werden ein Problem haben im messianischen Zeitalter. Was ist das Problem? Wie erklärt man ihnen das Leiden der Juden? Die Heiden kommen zu dem Schluss, zu zwei Schlüssen. Nummer eins, der Grund, warum die Juden gelitten haben, ist, also wenn ich jetzt nach Deutschland ginge und ich einen wirklich sehr netten Deutschen treffen würde, ein richtig netter Kerl, ein guter Typ, und ich würde ihn fragen, sag mir doch, warum haben die Juden gelitten? Wie ist das passiert, dass das komplette Judentum in Europa im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde? Ein wirklich netter, ehrlicher Deutscher würde sagen, dein Volk hat gelitten, dein Großvater wurde getötet in Ungarn im Frühjahr 1944 wegen der Sünden meines Volks. Das jüdische Leiden ist das Ergebnis der Ungerechtigkeit der Nichtjuden, okay? Deutsche geben das normalerweise zu. Andere Nationen in Europa leugnen das normalerweise und stellen sich selbst auch als Opfer dar. Ich habe nicht gesagt Österreich, aber gedacht habe ich es. Also Nummer eins, konfrontiert mit diesem Geheimnis des jüdischen Leidens, haben zwei Punkte hier. Nummer eins ist, das jüdische Leiden ist damit erklärt, dass wir, also wir Heiden, gesündigt haben. Und die Juden haben unsere Sünden getragen. Das heißt, sie litten wegen unseres schlechten Verhaltens. Nummer zwei, was bewegt Nichtjuden dazu, Buße zu tun? Das ist Nummer zwei. Ich habe getroffen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, viele Nichtjuden, die zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gekommen sind und umgekehrt sind und das Judentum angenommen haben.
Entweder sind sie Bnei Noach geworden, also Söhne Noachs, Noachiden, oder sind konvertiert, sodass sie nicht nur den jüdischen Glauben angenommen haben, sondern auch Teil der jüdischen Nation geworden sind. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich in meinem Leben viele dieser Leute getroffen. Was hat sie dazu bewegt, Tschuwa zu tun, also umzukehren? Viele werden euch sagen, weil sie das Leiden der Juden gesehen haben. Manche werden sagen, weil sie Fiddler on the Roof gesehen haben. Eine fiktive Geschichte und eine wirklich gute Werbung für die Juden, die im westlichen Teil des russischen Imperiums gelebt haben. The Pale of Settlement. Das war eine Gegend im westlichen Russland zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts, in dem die Ansiedlung von Juden erlaubt war. Anatevka ist tatsächlich die Erzählung von tausender kleiner Dörfer, in denen die Juden litten und vertrieben wurden in Osteuropa. In der Ukraine. Leute sagen mir, dass sie diesen Film gesehen haben und waren darüber tief betroffen. Sie sagen, etwas passierte in mir, so sagten sie mir, das eine Umkehr auslöste, das Gefühl des Verstehens und der Wunsch, mehr über Juden zu wissen. Das jüdische Leiden hat das Potenzial, in den Seelen der Heiden einen Wunsch auszulösen, sich wieder mit Gott in Verbindung zu setzen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also Jesaja 53 beinhaltet in den ersten 8 Versen den Ausruf der Nichtjuden. Es gibt 2 wichtige Punkte hier. Nummer 1, jüdisches Leiden. Es ist nicht das, was wir immer darüber gesagt haben, dass ihr gelitten habt, weil ihr euren Gott, euren Retter getötet habt. Warum müssen wir das bekennen? Warum müssen wir darüber sprechen? Naja, weil der wahre Messias gekommen ist. Das ist messianisch. Also wir wissen, so sagen die Heiden, wir lagen alle falsch. Also warum haben die Juden gelitten? Sie haben gelitten wegen unseres schlechten Verhaltens. Nummer 2 ist, ihr Leiden hat in uns Umkehr bewirkt. Wie ich euch vorher gezeigt habe in Jesaja 53, Vers 10 und 11, könnt ihr Jesaja 53 verstehen, wenn ihr nicht Jesaja 43 versteht? Das ist eine rhetorische Frage. 43, Vers 10. Es ist nicht so wichtig, welche Übersetzung ihr benutzt, die sind alle ausreichend. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Jesaja wechselt von Singular zu Plural. Wenn du die üblichen Worte verwendest, kannst du das nicht, aber wenn du Poesie verwendest, dann kannst du das nicht nur tun, sondern dann ist das sehr mächtig, wenn man das tut. Jesaja wechselt also vom Plural zum Singular und er geht hin und her. Warum? Das habe ich euch schon gesagt. Es ist eine singulare Nation von Menschen. Also viele und einer gleichzeitig. Ihr versteht das. Und das macht er in Kapitel 53 auch. Und tatsächlich habe ich schon eine davon erwähnt. Vielleicht habt ihr das nicht gemerkt. Und ich möchte gerne, dass ihr darüber nachdenkt, was die Kirche hiermit gemacht hat. Jesaja 53, Vers 8. Die letzten 4 Worte im Hebräischen. Die letzten 4 Worte im Hebräischen von Jesaja 53, Vers 8, das ist die letzte Aussage, die die Heiden machen in dieser misslichen Lage. Was machen sie da? Die Sünden meines heidnischen Volks, da er um der Missetat meines Volks geplagt war. Die Kirche mag das nicht. Die Übersetzungen verändern das, wie die NIV, und übersetzen, er wurde geplagt. Sie haben es geändert. Also das Wort Lamo, das ist das letzte hebräische Wort in diesem Vers. Auch wenn du kein Hebräisch kannst, dann erkennst du die Formen der Buchstaben. Es ist ein 3-Buchstaben-Wort. Und Lamo kommt von Lahem. Es heißt sie. Das ist alles. Es ist Plural. Der Punkt ist, dass das verändert wurde. Du kannst nicht ein Plural nehmen für den einen, also Jesus, der geplagt wurde, von dem wir wissen, dass es ein Volk ist, nicht ein einzelnes Individuum. Da haben wir es also. Ja, das ist ein Bibelvers, den man sich tatsächlich nochmal genauer anschauen muss. Da hat der Rabbiner recht, da steht tatsächlich im Plural. Ich zeige euch das auch nochmal. Und in den christlichen Übersetzungen ist es tatsächlich so, dass man das auf Christus anwendet. Wenn man es sprachlich genau macht, müsste man es eigentlich so übersetzen, wie der Tanach das tut. Ich zeige euch das auch nochmal. Ich habe einen Original-Tanach, der eine englische Übersetzung hat. Da kann man das erkennen, wie die Juden selber das auslegen. Aber insgesamt ändert es eigentlich nichts an dem insgesamt vorhandenen Sachverhalt, dass dieses Kapitel 53 deutlich von Christus spricht. Ja, das kann man nicht einfach weg erklären. Wir schauen uns das mal an. Ja, das ist dieser Vers aus Jesaja 53, Vers 8. Der heißt auf Deutsch, er ist aber aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden?
denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volks geplagt war. Dieses er ist im Hebräischen ein Plural. Und da hat man tatsächlich aus dem Plural im Hebräischen ein Singular gemacht, um das auf Christus zu deuten. Das ist im Hebräischen aber nicht der Fall. Und ich zeige euch hier mal die Version im Tanach. Da steht, by oppressive judgment he was taken away. Who could describe his abode? For he was cut off from the land of the living through the sin of my people who deserved the punishment. Das heißt also, denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen durch die Sünde meines Volkes, das die Strafe verdient hatte. Oder im Englischen kommt das nicht ganz so durch. Ja? Die Strafe verdient hatten, müsste man eigentlich sagen im Hebräischen. Ja? Also man sieht, dass der Tanach hier anders übersetzt und versucht, dem Plural hier auch Rechnung zu tragen. Und das muss man dem Rabbiner leider zugestehen, dass er hier nicht Unrecht hat, sondern dass hier tatsächlich auch ein Plural vorliegt. Ich zeige euch das nochmal hier. Also hier kann man das auch sehen. Hier steht, for he was cut off from the land of the living, for the transgression of my people was stricken he, wurde gestraft er. Und dieses er ist im Englischen und auch im Deutschen natürlich Singular, aber hier unten sieht man diese Präposition, dritte Person, Maskulin, Plural. Und deswegen neige ich auch eher zu der Übersetzung, die der Tanach hier wählt, wenn er sagt, er war weggerissen aus dem Land der Lebendigen wegen der Sünde meines Volkes, also hier spricht Jesaja, ja, wegen der Sünde meines Volkes Israel, das die Strafe verdient hatte. Oder man könnte auch sagen, dass eigentlich die Strafe verdient hatte, aber die Strafe liegt ja auf ihm, wie auch weiter vorne in Jesaja 53 steht, die Bestrafung für die Sünden des Volkes liegt auf Christus. Da er um der Missetat meines Volks geplagt war. Die Kirche mag das nicht. Die Übersetzungen verändern das, wie die NIV, und übersetzen, er wurde geplagt. Sie haben es geändert. Also das Wort Lamo, das ist das letzte hebräische Wort in diesem Vers. Auch wenn du kein Hebräisch kannst, dann erkennst du die Formen der Buchstaben. Es ist ein Drei-Buchstaben-Wort. Und Lamo kommt von Lahem. Es heißt sie. Das ist alles. Es ist Plural. Der Punkt ist, dass das verändert wurde. Du kannst nicht ein Plural nehmen für den einen, also Jesus, der geplagt wurde, von dem wir wissen, dass es ein Volk ist, nicht ein einzelnes Individuum. Da haben wir es also. Wer spricht also? Die heidnischen Könige der Nationen. Warum sind sie erstaunt? Es steht da, sie können nicht glauben, was sie sehen. Das ist es, was die ersten 8 Verse aussagen. Sie reden dort. Und dann macht Gott einen Deal mit dem Gottesknecht. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, das soll also Israel sein, dann wird er Nachkommen haben. Und das ist alles, was ich dir, also Israel, geben werde, inklusive Kinder und ein langes Leben. Bitte lest das im Kontext und erinnert euch, der Messias kommt bald. Sie, die Juden, werden euch das vorlesen. Und wir hoffen, dass ihr das verstehen werdet. Und möge das bald in unserer Zeit geschehen. Ja, also abschließend ist tatsächlich die Frage, auch an uns, wer redet in Jesaja 53? Ich glaube, dass dort Jesaja selber spricht. Wer glaubt unseren Predigten? Ja, Jesaja selber und die Propheten vielleicht noch und enger gefasst die Apostel. Wer glaubt den Predigten der Apostel? Wer glaubt den Predigten von dem Predigen eines Paulus? Wer glaubt den Predigten der christlichen Pastoren? Die Welt oder die Rabbiner? Glauben sie es, wenn sie die Predigt von Christus hören? Das ist die Frage, die Jesaja stellt. Wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Ja? Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis aus dürrem Erdreich. Wem ist Christus geoffenbart worden? Im Geist und in Wahrheit. Den Rabbinern ist es offenbart worden, aber sie lehnen es ab. Und es ist auch vielen Menschen in der Welt geoffenbart worden und sie lehnen es auch ab. Und innerhalb der Christenheit gibt es auch welche, die Christi-Namen bekennen, aber Christus selber nicht erkannt haben, weil sie noch immer im Gesetz stecken. Ja? Also das ist tatsächlich die Frage, wem ist das geoffenbart? Wer glaubt unserem Predigen? Das ist allen denen geoffenbart, die Kleinen sind, ja? Die Elenden unter den Schlachtschafen, die merken, dass es das Herrnwort wäre. Das ist das Geheimnis, was Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, ja? Dass die Unmündigen es verstanden haben und erkannt haben und dass Gott die Weisheit der Weisen zunichte machen will, weil er durch törichte Predigt rettet.
Das ist das, was Jesaja hier anspricht. Wer glaubt unserem Predigen? Also wer spricht in Jesaja 53? Naja, Jesaja spricht, ja. Bis Vers 12, in Vers 12 spricht dann Gott selbst und sagt, darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raub haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünden getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Christus, ja. Damit sind wir am Ende. Ich wollte euch das nur kurz zeigen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, das auch mal von der anderen Seite anzuschauen und sich mit der Argumentation des Rabbiners oder des Rabbinertums auseinanderzusetzen, weil man dann beide Seiten kennt. Und ich glaube, wir können ganz fröhlich weiter Jesaja 53 auf Christus verstehen. Ich habe kein Argument vom Rabbiner gehört, wo er mir irgendwie glaubhaft machen könnte, dass hier die heidnischen Könige sprechen. Ja? Also das ist vollkommen abwegig. Ich, wie gesagt, find das interessant. Ich finde es auch ein Stück weit wichtig, vielleicht nicht für jeden, aber für die, die sich vielleicht ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Und zur Festigung unseres Glaubens an Jesus Christus ist es allemal geeignet. Ja. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.